Ja, jedenfalls, also nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen allen, die heute hier digital zugucken. Es wäre natürlich schöner gewesen, wir hätten alle zusammensitzen können heute Abend. Das macht die Diskussion angenehmer, macht auch das Vortragen angenehmer, weil man so da sitzt und gar nicht weiß, wer einem eigentlich zuhört und ob zugehört wird. Wenn man in ein Publikum guckt und sieht, in den ersten drei Reihen sind alle eingeschlafen, dann weiß man, man hat was falsch gemacht. Das geht jetzt bei mir so nicht. Sei es drum. Ich werde heute über die Herausforderungen der Gedenkstättenarbeit vortragen. So ist mein Thema, mein gesetztes Thema. Allerdings werde ich das so aufbauen, dass ich zunächst erstmal auf die Geschichte gewissermaßen der Gedenkstättenarbeit eingehe und Ihnen dann etwas über die derzeitige und zukünftige Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur erzähle. Dass die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten wie kein anderes Thema in der Geschichte beschäftigt haben, ist für uns alle wahrscheinlich keine neue Botschaft. Deutschland ist nicht nur das Land der Täter, sondern auch der Tatorte. Und an vielen dieser Tatorte gibt es mittlerweile Gedenkstätten, insbesondere natürlich an den Orten ehemaliger Konzentrationslager. Dann kommen noch Täterorte hinzu, an denen Taten geplant, vorbereitet wurden, etwa die Wannsee-Villa, der Gedenkort, Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt oder auch der Obersalzberg und die Orte nationalsozialistischer Selbstinszenierung. Nürnberg wäre da zu nennen oder auch Gohra, das Kraft-durch-Freude-Bad an der Ostsee und in Bezug auf Niedersachsen der Bückeberg, nicht allzu weit entfernt von Hannover. Diese Gedenkstätten, Gedenkorte, Lernorte sind allerdings erst in relativ jüngerer Zeit entstanden. Und was uns heute als selbstverständlich erscheint, vielleicht mit Ausnahme von Leuten wie Björn Höcke und anderen, das war vor 20 bis 30 Jahren alles andere als Common Sense. Und genau aus diesem Grund, weil das eine relativ neue Entwicklung ist, und die deutsche Gesellschaft sich eben nicht immer offen mit der NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hat, möchte ich jetzt im Folgenden zunächst einmal Ihnen vorstellen, wie in den vergangenen 75 Jahren an den Orten der NS-Verbrechen mit diesen Orten umgegangen wurde. Noch heute herrscht in der Öffentlichkeit ganz häufig der Eindruck vor, die NS-Verbrechen seien irgendwo im Verborgenen begangen worden, irgendwo versteckt hinter dichten Wäldern oder im diffusen Osten. Und nicht zuletzt durch die Metapher Auschwitz, also ein Ort im besetzten Polen, wurde das Geschehen an entfremdete Orte verbannt. Das Morden schien quasi automatisch stattgefunden zu haben, jedenfalls ohne Täter, ohne Mittäterinnen und ohne Zuschauer. Der historische Befund sieht allerdings ganz anders aus. Ganz Deutschland war, wie man auf dieser Folie sehen kann, das ist eine in der Nachkriegszeit entstandene Folie, die die Konzentrationslager, die Haupt- und Außenlager während des Krieges zeigt. Und wie man auf dieser Karte sehen kann, war ganz Deutschland und auch die besetzten Nachbarstaaten in der zweiten Kriegshälfte infolge der Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie von einem außerordentlich dichten Netz der Haupt- und Außenlager überzogen. Man sieht das ganz deutlich in der Mitte. Da ist so ein dicker schwarzer Klecks, den wahrscheinlich alle auf ihrem Bildschirm sehen können. Das ist der Lagerkomplex des KZ Mittelbau, der sich über den gesamten Harz erstreckte. Aber wenn man von dort aus so ein bisschen Richtung Nordwesten geht, also nach Hannover, wo viele von Ihnen, die jetzt zuhören, jetzt gerade sitzen, sieht man auch ein relativ dichtes Netz von Außenlagern, in diesem Fall des KZ Neuengamme. Dessen Lagersystem sich über ganz Nordwestdeutschland erstreckte. Und das, was wir hier sehen, sind nur die Konzentrationslager. Für jedes Lager ein Punkt.
Hinzu kamen aber noch Tausende von Lagern anderer Kategorien. Wenn die auch noch alle Punkte hätten, dann sähe man hier die Deutschlandkarte vor lauter Punkten, das heißt vor lauter Lagern nicht mehr. Lager anderer Kategorien, was meine ich damit? Das waren Kriegsgefangenenlager, Lager für ausländische zivile Arbeitskräfte, Fremdarbeiter wurden sie von den Nazis genannt, sogenannte Arbeitserziehungslager der Gestapo, Zwangsarbeitslager für Juden und für Sinti und Roma, Justizhaftlager, Kinderheime für ausländische Neugeborene und diverse Lager anderer Arten, außerdem auch noch andere Stätten von NS-Verbrechen, etwa Gefängnisse, Euthanasieanstalten oder auch Gestapo-Zentralen. Mit diesen Lagern und Tatorten waren auch die Verbrechen an den Insassen für die deutsche Bevölkerung direkt sichtbar. Es waren öffentliche Verbrechen. Und aus diesem Grund kann es für die meisten Menschen eigentlich ein gar nicht so überraschender Anblick gewesen sein, der sich ihnen bot, als die Alliierten ihnen im April und Mai 1945 die Leichenberge in den befreiten Lagern oder exhumierte Gräber entlang der Todesmarschrouten aus den Konzentrationslagern vorführten. Wir sehen hier zwei sehr bekannte Fotos aus einer Reihe, die die bekannte amerikanische Fotojournalistin Margaret Bourke White angefertigt hat, von der Zwangsbesichtigung Buchenwalds durch Weimarer Bürgerinnen und Bürger, kurz nach der Befreiung des Lagers im April 1945. Ähnliche Fotos kann man aus vielen anderen Lagern finden. Und nicht nur Fotos, sondern auch Filmaufnahmen, die amerikanische und britische, auch sowjetische Einheiten bei der Befreiung der Lager gemacht haben. Das alles war Bestandteil einer etwas naiven Sühne- und Konfrontationspädagogik der Alliierten, so nach dem Motto, seht her, was ihr angestellt habt. Entsprechend wenig erfolgreich war das. Tatsächlich war das Hauptergebnis dieser Zwangsbesichtigungen der Lager, dass sich der Prozess der Umdeutung der Selbstsicht der Deutschen verstärkte, ein Prozess der Umdeutung, der aus der Tätergesellschaft eine besiegte und von Strafangst und Schuldabwehr geprägte Gesellschaft mit einem ausgesprochenen Opferbewusstsein machte. Vor diesem Hintergrund verschwanden, wenig überraschend, die Überreste von Orten, die an die Verbrechen der Nazis erinnerten, nach 1945 sehr schnell, sofern sie nicht als Internierungslager der Alliierten oder als Displaced Persons Camps, also Lager für befreite Zwangsarbeiter oder Holocaust-Überlebende oder auch als Notaufnahmelager für Vertriebene nachgenutzt wurden. Von deutscher Seite aus gab es jedenfalls lange Zeit kaum Ansätze, die Lagerstandorte als Erinnerungsorte zu erhalten. Das Gedenken wurde den Fremden überlassen. Das waren die Besatzungsmächte. Vor allem aber waren es die Überlebenden, die an den historischen Orten um ihre toten Mithäftlinge, um Freunde, Freundinnen und Familienangehörige trauerten. Fast alle frühen Gedenkzeichen wurden von den Überlebenden selbst errichtet. Hier im Foto zu sehen, ein Gedenkstein, ein Mahnmal für die jüdischen Opfer des KZ Bergen-Belsen, aufgestellt am ersten Jahrestag der Befreiung des Lagers, dem 15. April 1946, durch Überlebende aus Bergen-Belsen und Shoah-Überlebende, die im benachbarten Displaced Persons Camp Bergen-Belsen in der Kaserne Bergen-Ohne lebten. Ein anderes Beispiel, das ich immer sehr gerne zeige für eines dieser ersten Gedenkzeichen, stammt bereits aus September 1945, ist überhaupt eines der ersten KZ- oder Holocaust-Mahnmale überhaupt in Deutschland. Es handelt sich um einen Gedenkstein, der aufgestellt wurde für 23 Tote eines Todesmarsches von Mittelbau-Dora Richtung Norden. Dieser Marsch strandete gewissermaßen bei Seesen im Nordharz. 23 Häftlinge wurden tot aus einem Waggon geborgen und auf dem Gemeindefriedhof von Münchehof, einem kleinen Ortsteil von Seesen, einem kleinen Dorf, bestattet.
Die Überlebenden versuchten dann, eigentlich einen Grabstein zu finden, einen Gedenkstein für ihre getöteten KZ-Mithäftlinge. Diesen Stein fanden sie in Form eines großen Findlings, der in Seesen auf dem Marktplatz stand, auf dem Großdeutschland 1938 stand. Das war ein Stein, der anlässlich des Anschlusses von Österreich 1938 aufgestellt worden war. Ab diesem Zeitpunkt hieß das Deutsche Reich ja Großdeutsches Reich. Und der von den Briten eingesetzte SPD-Bürgermeister wollte diesen Nazi-Gedenkstein gerne loswerden. Bot ihn den KZ-Häftlingen an, die ihn dankbar annahmen und dann ganz bewusst als, wie sie später schrieben, Symbol des zerbrochenen Narzissmus in der Mitte durchtrennten und dann rückwärts in den Boden rammten als Grabstein für ihre getöteten Mithäftlinge. Auf der Vorderseite war die Widmung eingegeben in Erinnerung an unsere 23 unbekannten ehemaligen Häftlinge, wie dort steht. Und auf der Rückseite das sieht man hier auf dem rechten Foto, gut kann man das erkennen, aus der Rückseite des Steins ragt der Schriftzug Schland 1938 aus dem Boden. Eine sehr bewusste Umdeutung eines NS-Gedenksteins. Wunderbar gemacht, wie ich finde, und deswegen zeige ich den immer wieder sehr gerne. Und wenn man mal auf der A7 von Hannover Richtung Süden unterwegs ist, dann empfehle ich, auf der B243 bei Seesen einfach mal abzufahren, nach Münchehof auf den Dorffriedhof zu fahren, und dort kann man sich das ansehen. Ja, das waren frühe Gedenkzeichen, tatsächlich von den Überlebenden selbst gesetzt. Von offizieller westdeutscher Seite wurden die ehemaligen KZs dagegen in den 50er bis in die 80er Jahre hinein entweder wie Bergen-Belsen, hier im Foto zu sehen, zu historisch entleerten Friedhofsanlagen umgestaltet, oder sie wurden derart überbaut, dass an die Vergangenheit der Orte kaum noch etwas erinnerte. Das erschreckendste Beispiel ist wohl sicherlich die Gedenkstätte Neuengamme, auf deren Gelände sich, also auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers, sich bis in die frühen 2000er Jahre eine Justizvollzugsanstalt befand. In der DDR hingegen hatten die Gedenkstätten eine herausgehobene Bedeutung für den SED-Staat, der bekanntermaßen den propagierten Antifaschismus zu seinem Gründungsmythos erhoben hatte und 1958 in Buchenwald in der Nähe, nicht auf dem Gelände, aber in der Nähe des ehemaligen KZ Buchenwald, eine erste sogenannte nationale Mahn- und Gedenkstätte errichtete. Viele von Ihnen haben sicherlich schon mal den Glockenturm, der 58 eingeweiht wurde, mit der davor gelagerten Figurengruppe von Fritz Krämer gesehen. Eine Figurengruppe, die kämpfende Antifaschisten zeigen soll. Buchenwald, wie gesagt, 1958 die erste nationale Mahn- und Gedenkstätte in der DDR. Es folgten dann später noch Sachsenhausen und Ravensbrück, die auch nationale Mahn- und Gedenkstätten wurden. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb spielten aber die authentischen historischen Orte auch hier nur eine untergeordnete Rolle. Ein gutes Beispiel ist vielleicht das sogenannte kleine Lager in Buchenwald. Das Häftlingslager in Buchenwald bestand aus zwei Teilen, dem Größenlager oder dem eigentlichen KZ Buchenwald und dann dem 1943 eingerichteten kleinen Lager. Im kleinen Lager waren insbesondere gegen Ende des Krieges die aus Auschwitz und anderen Lagern im Osten im Rahmen der Räumungstransporte nach Buchenwald gebrachten jüdische Häftlinge untergebracht, von denen die meisten derart geschwächt waren, dass sie vor Ort starben. Dieses sogenannte kleine Lager, das Massensterben der jüdischen Häftlinge, passte nicht in die DDR. Entschuldigung, muss man einen Schluck trinken. Passte nicht in die DDR-Erzählung vom antifaschistischen... Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals.
So, das passte nicht in die DDR-Erzählung vom antifaschistischen Widerstandskampf und deshalb wurde das kleine Lager gewissermaßen aus der Gedenkstätte ausgegliedert, überwucherte mit Wald und Büschen und wurde erst in den 90er Jahren gewissermaßen wiederentdeckt. Diese Art des Umgangs mit historischen Relikten in den Gedenkstätten könnte man mit den Worten von Jörn Rösen Minimierung der Relikte zur Maximierung der historischen Sinnstiftung nennen. Während sich in der DDR in dieser Hinsicht bis 1989 eigentlich nicht viel änderte, vollzog sich in der Bundesrepublik ab den 70er Jahren ein tiefgreifender Wandel. Dem politischen Aufbegehren und dem pädagogischen Aufbruch der sogenannten 68er folgend entdeckten Geschichts- und Erinnerungsinitiativen scheinbar vergessene Lager neu und machten sie, übrigens nicht selten mit aufklärerischem Impetus und auch gegen den Widerstand der Mehrheitsgesellschaft, wie auch kommunaler und staatlicher Behörden, zum Gegenstand politischer Bildungsarbeit. Bald entwickelten sich daraus arbeitende Gedenkstätten, arbeitend in dem Sinne, dass es dort eine Bildungsarbeit gab, dass es Ausstellungen gab, dass es Personal gab, das dort Bildungsarbeit angeboten hat. Gedenkstätten, die ihre Existenz kritisch bürgerschaftlichen Engagement zu verdanken hatten und deren Mitarbeiter ehrenamtlich oder in prekären Arbeitsverhältnissen tätig waren. Eine staatliche Förderung gab es für diese Gedenkstätten nur selten. Ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Ost und West ist der Vergleich der Mitarbeiterzahlen in den beiden großen Gedenkstätten Ost und West. Buchenwald gewissermaßen die nationale Mahnung-Gedenkstätte der DDR, das Nationaldenkmal der DDR, in dem die DDR sich selbst repräsentierte. Auf der einen Seite im Osten also und im Westen Bergen-Belsen als die KZ-Gedenkstätte des Westens, der alten Bundesrepublik 1952 eingeweiht von Bundespräsident Theodor Heuss. Wenn Sie nun alle vor mir sitzen würden, würde ich Sie fragen, einfach mal mir ein paar Zahlen zu nennen, was Sie schätzen, wie viele Personen jeweils in diesen beiden Gedenkstätten, also Buchenwald und Bergen-Belsen, gearbeitet haben. Nun geht das nicht mit unserem Zoom-Format und deshalb nenne ich Ihnen einfach mal zunächst die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte Buchenwald 1987. Damals waren es etwa 150 Personen. In Bergen-Belsen, dem Westpendant sozusagen von Buchenwald, waren es zum gleichen Zeitpunkt 1987 exakt einer, nämlich der Friedhofsgärtner, der sich darum kümmerte, dass das Lagergelände einigermaßen ordentlich aussah und morgens und abends eine sehr kleine Ausstellung zur Geschichte des Lagers auf und dann wieder abgeschlossen hat und vielleicht auch mal eine Glühbirne ausgewechselt hat. Es gab keinerlei Forschungsarbeit und keinerlei Bildungsarbeit, keine Führungen für Besuchergruppen, nichts. Das änderte sich tatsächlich erst ab den 80er Jahren, ab Ende der 80er Jahre in Bergen-Belsen, Ende 1987, in anderen Gedenkstätten dann erst viel später, als mit einer neuen Generation von Politikern und Politikerinnen staatliche und kommunale Stellen den Forderungen der bürgerschaftlichen Initiativen nach staatlicher Unterstützung nachzukommen begann. Schrittweise wurden die Gedenkstätten nun ausgebaut, in nennenswertem Umfang allerdings erst seit 1998, als der Bund erstmals eine Bundesgedenkstättenkonzeption verabschiedete, die seither mehrfach fortgeschrieben wurde. Dieser Bundesgedenkstättenkonzeption, die vorsah, dass mit Geldern des Bundesgedenkstätten ausgebaut werden konnten, wie auch der komplementären Finanzierung durch die Länder, teilweise auch durch die Kommunen, ist das zu verdanken, dass nach der in den 90er Jahren realisierten Neukonzeption der ehemaligen Mahn- und Gedenkstätten der DDR nun auch der Ausbau der Westgedenkstätten auf den Weg gebracht werden konnte. Immerhin aber erst 55 bis 60 Jahre nach Kriegsende. Etwa in Neuengamme, in Bergen-Belsen, Flossenbürg und Dachau, aber auch an überregional nicht ganz so bekannten Orten der NS-Verfolgung in Niedersachsen, etwa St. Bostel, Esterwegen,
Osnabrück und Wolfenbüttel. An diesen Orten entstanden teils neue Museumsgebäude mit neuen Dauerausstellungen und auch die Lagergelände wurden mit dem Ziel neu gestaltet, historische Relikte sichtbar und lesbar zu machen. Hier sehen wir die 2007 eingeweihte oder erweiterte Gedenkstätte Bergen-Belsen mit dem 2007 eingeweihten Dokumentationszentrum. Mit dem Ausbau dieser Gedenkstätten entstand in den vergangenen 20 bis 30 Jahren ein sehr dichtes Netz von Gedenkstätten, die an den Nationalsozialismus und seine Opfer erinnern. Hier auf dieser Karte sehen Sie die wichtigsten Gedenkstätten, es sind aber bei weitem noch nicht alle. Insgesamt gehen wir davon aus, dass es in Deutschland etwa 300 bis 400 Erinnerungsorte stattfindet, an denen zumindest rudimentär auch so etwas wie eine Bildungsarbeit stattfindet. Ja, wenn man sich diesen Weg anguckt, von der Verdrängung, von der Überlassung der Erinnerung den Überlebenden gegenüber, von Verdrängung, von Nichtwissenwollen in den 50er, 60er bis in die 80er Jahre hinein, zu diesem doch sehr breiten Netz von Gedenkstätten ab den 2020er, den 2000er Jahren, dann könnte man sagen, dass das Ganze ja doch eine ziemliche Erfolgsgeschichte gewesen ist. Und tatsächlich blickt man auch insbesondere im Ausland voller Bewunderung auf uns Deutsche als Erinnerungsweltmeister. Und auch in Deutschland begegnet man vielfach wachsendem Bewältigungsstolz, insbesondere in Politikerinnen und Politikerreden an Gedenktagen. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, macht sich bei kritischen Beobachtern, teils auch innerhalb der Gedenkstätten, zunehmend ein Unbehagen an der Gedenkstättenarbeit, insbesondere aber an der Erinnerungskultur breit. Dieses Unbehagen, es speist sich aus Kritik an ritualisierten, pathoshaften Beschwörungsformeln im politischen und gesellschaftlichen Exkurs. Das wären sozusagen externe Faktoren. Und dann gibt es aber noch interne Faktoren, die sich auf die Gedenkstättenarbeit beziehen. Und da wächst doch ein gewisses Unbehagen aus Defiziten in der Gedenkstättendidaktik. Das Unbehagen an der aktuellen Erinnerungskultur fängt schon mit dem Begriff des Erinnerns an, der gewissermaßen mantramäßig immer wieder in den öffentlichen Raum gebracht wird, insbesondere natürlich an runden Jahrestagen. Hier sehen wir einen Spiegel Online-Artikel zum 27. Januar, also dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Das ist von 2017, aber das könnten Sie genauso 2020, 2018 oder 2019 finden. Das Erinnern hat kein Ende. Erinnern. Erinnern können wir uns aber doch in des Wortes eigentlicher Bedeutung nur an etwas, was wir selbst erlebt haben. Und dann wäre zu fragen, an was sollen sich eigentlich 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, wenn sie eine Gedenkstätte besuchen? Auf sie wirkt der Appell, sich an etwas erinnern zu sollen, was aus Altersgründen selbst ihre Großeltern in vielen Fällen schon nicht mehr selbst erlebt haben, als eine Überforderung. Und zwar eine Überforderung, die zusätzlich auch noch moralisch aufgeladen ist. Man sieht förmlich den erhobenen Zeigefinger. Erinnert euch. Auch das Projekt, das vom Bund gefördert wird, Jugend erinnert, geht genau in dieselbe Richtung. Inhaltlich ist das hoch innovativ zum Teil, aber der Titel dieses Projektes, Jugend erinnert, ist, wie ich finde, von vorgestern. Und dann schwingt beim Begriff des Erinnerns auch noch etwas Affirmatives mit. So als gäbe es nur die eine Lehre und die eine Geschichte, die zu erzählen wäre. Geschichte geht aber nicht in Erinnerung auf. Geschichte ist wesentlich komplexer als Erinnerung. Und wer dieser Komplexität gerecht werden will, wer wissenschaftlich differenziert auf Geschichte blickt, der erinnert nicht, sondern der setzt sich kritisch mit Geschichte auseinander und das nach allen Regeln der Quellenkritik. Im öffentlichen und auch im politischen Diskurs meint Erinnern aber leider viel zu selten auseinandersetzen, sondern allzu häufig bloßes Trauern, ohne nach den Hintergründen zu fragen und ohne die historische Abfolge von Ursache und Wirkung zu beachten. Und so kommt es dann zur nicht seltenen Gleichsetzung von stalinistischen
und nationalsozialistischen Verbrechen oder auch von Ermordeten im Holocaust mit deutschen Opfern von Luftkrieg sowie Flucht und Vertreibung. Im Tode seien alle gleich, hört man dann häufig. Gutes Beispiel für diese Form unserer Erinnerungskultur, diese einebnende, gleichmachende Form, ist ein Gedenkstein für Opfer eines KZ-Außenlagers in Atern in Thüringen. Und auf den Gräbern dieser KZ-Opfer steht: Gedenkt aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Das ist allerdings kein ostdeutsches Privileg sozusagen, derart entkontextualisiert an NS-Opfer zu erinnern. Sowas gibt es in Westdeutschland genauso wie überhaupt diese Formel, Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, ein klassisches Kennzeichen der kohlschen, sehr konservativen Geschichtspolitik der 1990er Jahre ist. Was wir hier sehen, ist ein Denkmal aus den 20er Jahren für deutsche Soldaten aus dem Infanterieregiment 77, das in Celle stationiert war. Ein ganz frisches Foto vom Volkstrauertag in diesem Jahr. Und auf diesem Denkmal aus den 20er Jahren gibt es eine zusätzliche Plakette, auf der an die Toten des Zweiten Weltkrieges erinnert wird. Und dann eine in den 90er Jahren angebrachte Plakette, auf der zu lesen ist: den Opfern, den Toten und Opfern der Kriege, der Gewaltherrschaft, der Vertreibung, des Terrors und der politischen Verfolgung gewidmet. Also alles zusammengebracht, was eigentlich nicht zusammengehört. Zu diesem Gedenkkonzept passt im Übrigen auch, dass die Bandbreite der Verfolgung in Bezug auf den Nationalsozialismus nicht gesehen wird. Der Holocaust, also die Ermordung der europäischen Juden, ist erinnerungskulturell und auch medial geprägt, derart wirkungsmächtig, dass andere Opfergruppen an den Rand gedrängt werden. Ich habe eben die Folie vom Spiegel gezeigt. Da stand Holocaust-Gedenktag in Bezug auf den 27. Januar. Der 27. Januar ist aber in Deutschland nicht der Holocaust-Gedenktag, sondern er heißt formal und korrekt Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und das sind nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern es sind auch Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Kriegsgefangene, in Niedersachsen übrigens die größte Opfergruppe, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Opfer der Justizverbrechen, Zeugen Jehovas und nicht zu vergessen auch die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. So, nachdem ich nun einen kurzen Schnelldurchlauf sozusagen zur Geschichte der Gedenkstätten und zu den aus meiner Perspektive Desideraten der Erinnerungskultur gemacht habe, liegt natürlich eine Frage auf der Hand und die heißt: Was soll man denn ändern? Eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Erinnerungskultur muss meines Erachtens die Perspektive erweitern. Dazu gehört, dass wir den Blick auf die Bandbreite der Verfolgung erweitern, das hatte ich eben schon gesagt. Und dazu gehört aber auch, dass wir uns vom Opferzentrismus lösen. Natürlich, im Mittelpunkt des Gedenkens stehen ohne Zweifel die Opfer. Wir wollen ja nicht der Täter gedenken im Sinne der Würdigung von Menschen. Gewürdigt werden sollen die Opfer. Aber zeitgemäße Gedenkstättenarbeit muss sehr viel stärker auch noch nach den Tätern, den Täterinnen, den Mittäterinnen, Profiteuren fragen. Insbesondere aber muss sie fragen nach der Funktionsweise der von den Nazis propagierten sogenannten Volksgemeinschaft und damit nach dem Wechselverhältnis zwischen der Ausgrenzung der sogenannten Gemeinschaftsfremden auf der einen Seite und Integrationsangeboten an die sogenannten Volksgenossen, an die sogenannte Volksgemeinschaft auf der anderen Seite. Aber statt eines kritischen Blicks auf die NS-Gesellschaft erleben wir in unserer Erinnerungskultur viel zu häufig eine Fokussierung auf die Opfer, nicht selten sogar eine Identifikation mit den Opfern, was meines Erachtens eine Anmaßung ist. Aber es scheint dem einfacher zu sein, mit und um Opfer zu trauern und sich damit gewissermaßen selbst moralisch zu überhöhen, als Fragen nach den Hintergründen der Verbrechen zu stellen.
Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb ich den Opferdiskurs für problematisch halte, weil er nämlich aus Menschen Objekte macht und den Blick darauf verstellt, dass Verfolgte auch Akteure sind. Selbst im Konzentrationslager gab es Handlungsoptionen, wenn natürlich nur in einem ganz, ganz geringen Umfang, aber es gab Handlungsoptionen. Und den Blick auf Verfolgte als Akteure zu wenden, darin läge meines Erachtens ein großes didaktisches Potenzial. Wie weit die Fixierung in unserer Erinnerungskultur aber auf die vermeintlich willenlosen Opfer geht, das zeigt die öffentliche Wahrnehmung des Themas Widerstand, die nämlich zunehmend gegen Null tendiert. Insbesondere beim Blick auf die Geschichte des KZ Bergen-Belsen. Wenn wir jetzt eine Präsenzveranstaltung hätten, würde ich Sie fragen, wer von Ihnen schon mal was von Anne Frank gehört hat und wer von Ihnen schon mal etwas von Heinrich Jasper gehört hat. Und ich bin mir sicher, dass alle bei der Frage nach Anne Frank den Arm heben würden und dass bei Heinrich Jasper sich nur relativ wenige von Ihnen melden würden. Anne Frank, bekanntermaßen das jüdische Mädchen, das Ende Februar, Anfang März 1945 an den Folgen einer Typhusepidemie elendig in Bergen-Belsen zusammen mit ihrer Schwester zugrunde gegangen ist. Heinrich Jasper, deutlich unbekannter mittlerweile, war in den 20er Jahren fast die gesamte Zeit der Weimarer Republik Ministerpräsident im Freistaat Braunschweig und im gesamten Deutschen Reich einer der bekanntesten Gegner der Nationalsozialisten. Fast die gesamte Zeit der NS-Herrschaft saß er in Hausarrest oder im Gefängnis oder auch in Konzentrationslagern. Und er starb wie Anne Frank Ende Februar, Anfang März 1945 im KZ Bergen-Belsen. Mittlerweile aber so gut wie vergessen. Zu diesem Opferdiskurs, den ich sehr kritisch sehe, passt auch ein weiteres Beispiel, nämlich Zeitungsartikel aus der Zellischen Zeitung, schon ein bisschen älter, von 2015, aber sowas könnte auch heute wieder passieren. Der Artikel selbst handelt von französischen Widerstandskämpfern in einem Außenlager des KZ Buchenwald in Südniedersachsen. Hier geht es um französische Resistance-Kämpfer. Der Artikel selbst ist völlig okay. Der wurde dann eingereicht in der Zeitung und der Blattmacher dachte sich, naja, wir brauchen noch eine schöne Überschrift für diesen Artikel, las etwas von Konzentrationslager und dachte sich, aha, hier geht es um Leid und es geht um Juden. Tatsächlich aber geht es hier weder um Juden noch um Leid, sondern um französische Widerstandskämpfer. Das zeigt aber diesen etwas eingeengten Blick, den wir in unserer Erinnerungskultur haben. Es scheint fast so, als wären uns die vermeintlich willenlosen Opfer lieber als diejenigen, die Eigensinn zeigten, die Widerstand leisteten, die vielleicht auch etwas sperrig sind, weil sie nicht in jede Schublade passen. Insgesamt lässt sich jedenfalls feststellen, dass mit dem historisch entleerten Erinnern, mit dem unterschiedslosen Beweinen der Toten des 20. Jahrhunderts in den vergangenen 20 Jahren im gewissen Sinne eine Art Wohlfühl-Erinnerungskultur entstanden ist. Eine Wohlfühl-Erinnerungskultur deshalb, weil wir mit einem Schauern auf die Vergangenheit blicken, trauern und uns mit den Opfern identifizieren und uns dann aber freuen, dass heute alles vorbei ist. Das meine ich, wenn ich von Entlastungsritualen spreche. Salopp gesagt, könnte man diese Art der Erinnerungskultur auch als Friede, Trauer, Eierkuchen bezeichnen. Und auch deshalb konnte in den vergangenen Jahren eine Situation entstehen, die auf den ersten Blick paradox erscheint. Denn wie ich gezeigt habe, wurden die Gedenkstätten in den letzten 20, 30 Jahren enorm ausgebaut. Und trotzdem feiern Rechtsextremisten und Rechtspopulisten einen Wahlerfolg nach dem anderen. Die Corona-leugnenden sogenannten Querdenker wiederum setzen eine antisemitische Verschwörungslegende nach der anderen in die Welt und sie instrumentalisieren schamlos die Geschichte, indem sie sich in eine Reihe mit den Verfolgten des NS stellen. Sei es, indem sie sich als neue Anne Frank oder als Sophie Scholl aufführen
oder sei es, indem sie gelbe Sterne mit der Aufschrift ungeimpft tragen. Wenn man sich das alles anguckt, dann muss man fragen, haben die Gedenkstätten, hat unsere Erinnerungskultur angesichts dieser Entwicklungen vollständig versagt? Ja und zugleich nein, denke ich. Nein, die Gedenkstätten haben nicht versagt, weil sie für die derzeitige Situation selbstverständlich nicht allein verantwortlich gemacht werden können. Erstens sind die Gedenkstätten nur ein Teil unserer Erinnerungskultur, deren Defizite ich bemängele. Die Wohlfühlerinnerungskultur samt ihren Entlastungsritualen ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Insbesondere die identifikatorische Fokussierung auf die Opfer, ohne nach den Hintergründen zu fragen. Vor diesem Hintergrund sind die unerträglichen Gleichsetzungen der Jana aus Kassel kaum überraschend. Die Frau glaubt, glaube ich jedenfalls, wirklich in einer Linie mit Sophie Scholl zu stehen, so absurd dieser Vergleich auch sein mag. Zweitens sollten wir die unmittelbare Wirkung der Gedenkstättenarbeit nicht überschätzen. Gedenkstätten sind selbstverständlich keine demokratischen Läuterungsanstalten und niemand wird durch einen Gedenkstättenbesuch und schon gar nicht, wenn das nur ein anderthalb oder zwei Stunden Führungsbesuch in einer Gedenkstätte ist, zum besseren Menschen. Drittens machen die Angriffe von rechts auf die Gedenkstätten. Denken Sie etwa an die unsägliche Rede von Björn Höcke zur erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad vor knapp 3 Jahren. Machen diese Angriffe von rechts deutlich, dass die Erinnerungskultur so ganz falsch nicht sein kann. Dass die Gegner einer aufgeklärten und offenen Haltung gegenüber der Migration und gegenüber Europa sich auch gegen die Erinnerungskultur und damit auch gegen die Gedenkstätten wenden, ist nämlich eigentlich nur folgerichtig. Eben wegen des Bezugs auf die nationalsozialistischen Verbrechen ist Deutschland noch eines der am meisten weltoffenen, proeuropäischen und liberalen Länder Europas. Und wer daran etwas ändern möchte, und das wollen die Rechtsextremisten, der muss die Axt anlegen an die Erinnerungskultur und an die Gedenkstätten. Eine Erinnerungskultur, die von ihnen als sogenannter Schuldkult bezeichnet wird. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, die Gedenkstätten haben versagt. Zumindest, weil sie teilweise Inhalte und Methoden vertreten haben und teilweise sogar noch vertreten, die keinerlei oder nur sehr geringe Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurse haben. Einmischung in aktuelle politische Debatten sei nicht ihre Aufgabe. Das hörte man noch vor nicht allzu langer Zeit aus manchen Gedenkstätten. Ich dagegen bin überzeugt, dass wir auch in aktuellen Debatten nicht nur Position beziehen dürfen, sondern dass wir das machen müssen. Insbesondere natürlich gegen jeden Versuch, die NS-Verbrechen zu relativieren oder gar zu leugnen, aber auch gegen aktuelle Hetze gegen Minderheiten. Allerdings sollten wir uns vor falschen historischen Analogien hüten. Jana aus Kassel lässt grüßen. Und wir sollten uns davor hüten, was zunehmend en vogue ist, nämlich den Gedenkstätten eine sehr allgemeine Form der Menschenrechtserziehung aufzustülpen und damit sinnloses Leiden in eine heillose Geschichte und eine heillose Geschichte in eine religiöse, politische oder metaphysische Sinnstiftung einzulesen, nach der wir aus der dunklen Vergangenheit in die leuchtende Zukunft gehen, wenn wir denn nur die richtigen Lehren aus der Vergangenheit beherzigen. Die von den Nazis Verfolgten hatten jedoch ganz eigene, individuelle, soziale und politische Vorstellungen. Und ich wage meine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass niemand in einem Konzentrationslager gestorben ist, um das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Letztlich ist es also im schlimmsten Fall eine Instrumentalisierung der Opfer und Kennzeichen eines eben nicht reflexiven, sondern affirmativen Geschichtsverständnisses, wenn wir unsere heutigen Vorstellungen von Menschenrechten und politischer Moral, so gut gemeint und fundiert diese auch sein mögen, als Lehre aus den Verbrechen der Nazis verkaufen. Und ganz, ganz übel wird es dann, wenn wie bei den Querdenkern die aus dem Nationalsozialismus vermeintlich abgeleiteten Lehren dann auch noch darin bestehen, im Kern antisemitische Verschwörungslegenden zu unterfüttern. Wir sollten uns also davor hüten, in den Gedenkstätten wie überhaupt in unserer Erinnerungskultur Heilslehren zu verkünden.
Wenn wir das Pferd hingegen andersherum aufzäumen und wenn wir uns aus der konkreten Geschichte der jeweiligen Orte heraus mit der Frage beschäftigen, wie die NS-Gesellschaft funktionierte und welche Motivation Täterinnen und Mittäterinnen antrieb, und das alles wissenschaftlich fundiert und quellengeschützt, dann werden die Gedenkstättenbesucherinnen sich selbst ein Urteil bilden, weil wir sie unterstützen, ein reflexives Geschichtsbewusstsein auszubilden. Und das ist dann um ein Vielfaches nachhaltiger und demokratischer, als wenn wir ihnen unsere Lehre aufzwingen. Im Kern lassen sich aus diesen Überlegungen drei Forderungen an die Inhalte und Methoden der Gedenkstätten ableiten. Das erste Ziel heißt historisches Urteilsvermögen als Vermittlungsziel. Ziel der historisch-politischen Bildung in den Gedenkstätten ist nicht irgendeine Vermittlung von Betroffenheit, Überwältigung oder ein Positivismus des Grauens, also das Auswendiglernen von Techniken und Zahlen der Lagergeschichten, sondern es geht darum, ein historisch fundiertes historisches Urteilsvermögen und damit ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu vermitteln. Wie machen wir das? Das ist das Mittel, ist das sogenannte forschende Lernen, also das Lernen anhand der Quellen, die den Besucherinnen und Besuchern präsentiert werden, und das immer entlang der Relevanzfrage, die da heißt, was geht uns die Geschichte der Lager und ihrer Opfer eigentlich heute noch an? Dabei müssen wir natürlich berücksichtigen, dass sich Rezeptionsweisen ändern, dass sich Darstellungsformen auch in Ausstellungen ändern, dass unsere Besucherinnen und Besucher mit veränderten Fragestellungen in die Gedenkstätten kommen und dass unsere Bildungsarbeit mittlerweile in einer Migrationsgesellschaft stattfindet. Die zweite Forderung heißt Aktualitätsbezug und Handlungsorientierung. Natürlich stehen im Mittelpunkt des Gedenkens, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die Opfer. Aber zeitgemäße Gedenkstättenarbeit im Sinne von historisch-politischer Bildung muss sehr viel stärker auch die Täter, Mittäter und Zuschauerinnen in den Blick nehmen und sich mit deren Motivation auseinandersetzen. Gerade die Auseinandersetzung mit diesen Themen, insbesondere aber mit der Mitmachbereitschaft im Nationalsozialismus, also mit der Frage, warum haben die Deutschen tatsächlich bis Mai 1945 mitgemacht, das bietet große handlungsorientierte didaktische Potenziale mit Aktualitätsbezug, aber eben nicht sozusagen von oben aufdoktriniert, sondern sauber aus der Geschichte am konkreten historischen Beispiel erarbeitet. Meine dritte Forderung heißt Rekontextualisierung und Exemplarität. Der Ausgangspunkt dessen, was wir in den Gedenkstätten erzählen, was wir präsentieren, bleibt natürlich das historische Geschehen vor Ort. Es muss aber sehr viel stärker eingebunden werden in eine Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Diese sollte durch die Bandbreite der Gedenkstättenlandschaft und die Bandbreite der Themen abgebildet werden, die in den Gedenkstätten behandelt werden. Dabei ist ganz wichtig, dass wir Gedenkstätten nicht nur an den Orten ehemaliger Konzentrationslager haben, sondern auch an anderen Orten der NS-Verfolgung, bis hin auch an den Orten der Inszenierung und des nationalsozialistischen Regimes und der Täter. Was wir machen müssen, ist die Interdependenz in den Blick nehmen der KZ-Verfolgung mit anderen Formen und Orten der Exklusion und des Mordes im Nationalsozialismus. Denken Sie an Kriegsgefangene, an die Zwangsarbeit, an Euthanasie und Justizverbrechen etc., aber auch an solche Orte wie das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder auch der Bückeberg in Niedersachsen, wo es darum geht, festzustellen, wie eigentlich die NS-Gesellschaft formiert wurde. Wenn man diese ganze Bandbreite in den Blick nimmt, dann kann man dreierlei abbilden. Erstens die Polylokalität der Verbrechen. Sie haben tatsächlich überall bis hin vor der letzten Haustür stattgefunden. Zweitens die Bandbreite der Verfolgung und der Opfergruppen. Und drittens, und das ist mir besonders wichtig, die Einbindung der Tätergesellschaft und die Funktionsweise der nach den Prinzipien von Exklusion und Inklusion formierten sogenannten Volksgemeinschaft.
Damit komme ich zum Kern dessen, was ich mir unter einer zukunftsgerichteten Erinnerungskultur vorstelle. Nicht Affirmation oder Appellation, also Mahnung, sondern Reflexion sollte im Mittelpunkt des heutigen Umgangs mit der NS-Geschichte stehen. Anders formuliert, nicht Bekenntnis, sondern Erkenntnis ist das Ziel. Es geht um selbstbestimmte Reflexion der Vergangenheit und darum, historisches Urteilsvermögen zu stärken. Für die Arbeit in den Gedenkstätten bedeutet das, dass nicht einfache Antworten gegeben werden und auch keine simple Heilsgeschichte präsentiert wird nach dem Motto, aus dem Bösen wird das Gute und heute sind wir am glücklichen Ende der Geschichte angekommen. Nein, es geht darum, Fragen zu stellen. Wer hat etwas getan? Warum hat er es getan? Welche Folgen hatte das für die Opfer? Wer waren überhaupt die Opfer? Und in welchem Kontext geschahen die Verbrechen? Gerade wenn man sich vor Augen hält, dass die Verbrechen inmitten der Gesellschaft in aller Öffentlichkeit begangen wurden, dann ruft das weitere Fragen hervor. Was hatten Hamburg mit Neuengamme, Celle mit Bergen-Belsen und Weimar mit Buchenwald zu tun? Warum machten die meisten Deutschen bis zum Ende des Krieges mit, profitierten selbstmobilisierend von sogenannten Arisierungen und von Zwangsarbeit? Warum stießen die Lager in ihrem gesellschaftlichen Umfeld auf breite Akzeptanz? War sozusagen die deutsche Gesellschaft der dichteste Teil des Zaunes um die Lager? Was motivierte Industrielle und Kleinunternehmer auf Zwangsarbeit zu setzen? Was bewog Anwohnerinnen der Lager und Ghettos, deren Insassen feindselig zu begegnen oder bestenfalls wegzusehen, statt versuchen, ihnen zu helfen? Und schließlich die zentrale Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Die Antwort auf diese Fragen kann exemplarisch in den sich über ganz Deutschland erstreckenden Gedenkstätten gegeben werden. Und sie liegt in einem Bündel habitueller, struktureller und ideologischer Faktoren, die ich jetzt nicht in aller Breite vorstellen kann, aber doch zumindest stichwortartig nennen möchte. Da ist zuerst der Punkt Gewöhnung an Gewalt und Ausgrenzung zu nennen. Die Verbrechen fielen ja nicht mit Kriegsbeginn oder spätestens 1941 mit dem Überfall auf die Sowjetunion vom Himmel, sondern sie hatten eine lange Einübungs- und Gewöhnungsphase vorweg in den 30er Jahren. Dann gehörte sicherlich dazu das emotionale Angebot an die Deutschen dazuzugehören, Teil eines vermeintlich Großen zu sein. Dazu gehören die Verheißungsangebote der Ungleichheit. Wenn andere ausgegrenzt werden, geht es euch besser. Das war die Botschaft. Der Gruppendruck spielte sicherlich eine Rolle. Ideologische Indoktrination sicherlich auch. Auch rassistische und antisemitische Überzeugungen. Ganz, ganz wichtig ist der Punkt Sicherheits- und Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten. KZ-Häftlinge wurden der deutschen Gesellschaft als gefährliche Verbrecher vorgestellt, vor denen die deutsche Gesellschaft geschützt werden müsse. Auch die Angst vor allem vermeintlich Fremden spielte eine große Rolle und schließlich die Obrigkeitshörigkeit oder ganz allgemein das autoritäre Denken. Und hier zeigt sich, denke ich, ein erschreckender Gegenwartsbezug. Denn wenn man sich die verschiedenen Punkte, die ich gerade vorgestellt habe, nochmal vor Augen hält, dann wird man feststellen, dass viele der genannten Faktoren gar nicht spezifisch nationalsozialistisch bedingt sind, sondern auch heute noch bei vielen Menschen ihre Wirkung entfalten und das jenseits falscher Analogiebildung. Das zeigt schon ein schneller Blick auf die gegenwärtige politische Landkarte. Die Gegner der liberalen, offenen Demokratie schaffen es überall auf der Welt, mit denselben Mitteln Wählerstimmen zu sammeln. Angstmacherei, vor allen Dingen gegenüber den vermeintlich Fremden, Schüren des Nationalismus und Diffamierung und Ausgrenzung politischer Gegner als Volksfeinde. Die Nazis nannten sie Gemeinschaftsfremde oder Volksschädlinge. Drei aktuelle Beispiele für solche Diskurse möchte ich nennen. Sie wissen, dass im letzten Sommer oder im frühen Herbst nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria in Griechenland in Deutschland darüber debattiert wurde, ob Geflüchtete aus diesem Lager in Deutschland aufgenommen werden. Und es gab einen Aufschrei der Empörung in der politischen Rechten, aber auch in den Medien, mit dem Hinweis darauf, das seien Kriminelle, die man nicht noch durch Aufnahme nach Deutschland belohnen dürfe. Auch Verheißungen der Ungleichheit erleben wir in den letzten Jahren wieder verstärkt, insbesondere in der Programmatik
und in der Propaganda der AfD, der neue Schlachtruf gewissermaßen der extremen Rechten, der völkischen in der AfD, lautet solidarischer Patriotismus. In meinen Augen nichts anderes als eine Neuauflage des alten Konzeptes der Volksgemeinschaft, nur etwas moderner ausgedrückt. Und das dritte Beispiel für neue Ausgrenzungslegenden und neue Faktoren, die nahtlos anschließen an die Faktoren der Mitmachbereitschaft im Nationalsozialismus, sind antisemitische Verschwörungslegenden, die im Rahmen der Hygienedemos fröhliche Urstände erleben, ob sie nun heißen neue Weltordnung oder ob es um die Legende geht, Bill Gates und George Soros wollten uns irgendwelche Chips implantieren durch Impfungen, oder sei es die Verschwörungslegende um QAnon. Alles ist im Grunde auf den Antisemitismus zurückzuführen. Am schlimmsten sicherlich bei QAnon die Erzählung, wonach Hillary Clinton mit irgendwelchen finsteren Gesellen in New Yorker Kellern Kinder hält, diese missbraucht und deren Blut trinkt, ist nichts anderes als die uralte antisemitische Legende vom jüdischen Ritualmord. Gegenüber solchen Angriffen auf Demokratie und Menschenrechte sind die Gedenkstätten gefordert, Position zu beziehen und damit auch in aktuelle politische Debatten einzugreifen, indem sie Parallelen, aber auch Unterschiede differenziert und wissenschaftlich fundiert herausarbeiten. Ziel ist es, Geschichtsbewusstsein und historisches Urteilsvermögen in der Gesellschaft zu stärken. Wie nötig das ist, das zeigt die zunehmende Relativierung, Verharmlosung und Indienstnahme der NS-Geschichte und ihrer Opfer durch sogenannte Querdenker und andere. Oft steht dahinter die explizite Bestrebung, die Geschichte bewusst gegen eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus umzuschreiben. Zu einem gewissen Teil sind die unpassenden NS-Vergleiche aber auch die Folge unserer in Pathos und Entlastungsritualen erstarrten Erinnerungskultur und eines defizitären Geschichtsunterrichtes wie auch der Präsentation von Geschichte in Öffentlichkeit und Medien. Der Blick auf die Geschichte beschränkt sich entweder auf schwülstiges Pathos und Betroffenheitskitsch oder auf das Lernen von Daten, Namen und Ereignissen. Beides sind Dinge, die ohne jegliche Reflexion von Zusammenhängen. Geschichtsbewusstsein hingegen ist deutlich umfassender. Geschichtsbewusstsein bedeutet, historische Prozesse einschließlich ihrer Ursachen und Folgen und die historische Bedingtheit des eigenen Lebens zu verstehen. Und das kann nur in einem selbstreflexiven Prozess einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte geschehen. Dazu gehört, dass wir aus der Geschichte herausgearbeitet selbstkritisch unsere eigene politische, ethische und soziale Haltung auch im heutigen Leben hinterfragen. Und damit haben wir dann, wie ich finde, den immer wieder geforderten Aktualitätsbezug in der Gedenkstättenarbeit hergestellt, ohne durch eine sehr allgemeine und affirmative Form der Menschenrechts- und Demokratieerzählung die NS-Verbrechen und ihre Opfer im schlimmsten Fall zu instrumentalisieren. Und schließlich ist damit auch die Frage beantwortet, die sich viele Menschen in Deutschland, vor allem die Jüngeren, immer wieder stellen. Was geht uns heute nach über 75 Jahren eigentlich noch die Geschichte der NS-Verbrechen und ihrer Opfer an? Eine solche aktive, kritische, gegenwartsbezogene und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ist zweifellos mühsamer als das unterschiedslose Beweinen der Toten des 20. Jahrhunderts oder der Konsum hohler Pathosformeln. Nachdenken und forschendes Lernen sind anstrengend, aber sie lohnen sich. Und das nicht nur in den Gedenkstätten, sondern auch in den Schulen und Universitäten, wie überhaupt in der ganzen Gesellschaft. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs geduldige Zuhören. Und nun bin ich gespannt auf Fragen, Anmerkungen und eine hoffentlich lebendige Diskussion. Ja, danke für diesen informativen, umfangreichen Input.
Ich würde jetzt in die Diskussionsrunde starten. Alle ZuschauerInnen, die eine Frage stellen wollen, können diese in Chat schreiben oder genau sich irgendwie erkenntlich machen, sodass ich sie freischalten kann und sie auch per Mikrofon ihre Frage selbst stellen können. Genau, ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage zu der Wehrmacht, über die ja seit jeher in erinnerungskulturellen Diskursen oft debattiert wird. Und soweit ich mitbekommen habe, Sie können mich da auch gerne korrigieren oder ergänzen, hat dieser Diskurs ja auch dieses Jahr in Bergen-Belsen stattgefunden, als Sie dort noch Gedenkstättenleiter waren. Genau, ich habe verfolgt, dass Sie gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Bergen ja, eine gemeinsame Erklärung abgeben wollten zum Weltfriedentag. Diese Erklärung umfasste ja auch die Verbrechen der Wehrmacht und wurde deshalb vom Stadtrat abgelehnt. Ich glaube, mittlerweile akzeptiert, aber erstmal im September abgelehnt. Und genau vor einigen Wochen wurde dann ja auch eine Strafanzeige gegen Sie gestellt, nachdem Sie ein Begleitband zu Verbrechen der Wehrmacht herausgegeben haben. Ich habe ja ein Zitat, ihm wird vorgeworfen, sich angeblich ehrenrügig zum Nachteil der Wehrmachtssoldaten ausgedrückt zu haben. Und dieser ganze Diskurs, der in den letzten Wochen aufgeschwappt ist, erinnert mich sehr an die öffentliche Debatte um die 2000er Jahre, als über die Wehrmachtsausstellung diskutiert wurde. Wie würden Sie denn sagen, kann man diesen Diskurs um die Wehrmacht ja erinnerungspolitisch einordnen? Und können Sie sich vielleicht auch erklären, warum gerade genau die Frage um die Mittäterschaft der Wehrmacht so emotional diskutiert wird? Ja, fange ich mal mit Letzterem an. Dass gerade das so emotional diskutiert wird und nicht die Schuld und die Teilnahme an Verbrechen seitens SS-Angehöriger zum Beispiel. Das hängt damit zusammen, dass es so gut wie in jeder deutschen Familie Wehrmachtsangehörige gab. Und es gab einfach keine größere Institution als die Wehrmacht. Und insofern wird natürlich, wenn Verbrechen der Wehrmacht thematisiert werden, wird Schuld und Verantwortung in vielen deutschen Familien thematisiert. Und dann schnappen sozusagen die alten Abwehrreflexe wieder auf, die man aus den 50er und 60er Jahren kennt. Trotzdem war das für mich erstaunlich, dass das jetzt im Jahr 2020 nochmal passiert ist. Wir haben in Bergen-Belsen vor anderthalb Jahren eine neue Dauerausstellung geöffnet in der ehemaligen Kaserne Bergen-Hohne. Das liegt direkt neben der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Und in dieser Kaserne gibt es eine Ausstellung, jetzt eben seit anderthalb Jahren, zur Geschichte der Wehrmacht und insbesondere zur Geschichte der Wehrmachtsverbrechen. Und noch im letzten Sommer habe ich, wenn ich Besucher durch diese Ausstellung geführt habe, die auch einen kleinen Abschnitt hat zu der Wehrmachtsausstellung der 90er und frühen 2000er Jahre, habe ich immer behauptet, eine solche Diskussion wie damals wäre heute völlig undenkbar. Da bin ich jetzt eines Besseren belehrt worden. Eine solche Diskussion ist ganz offensichtlich auch heute denkbar. Und das, obwohl es mittlerweile die alten Großväter nicht mehr gibt, die es in den 90er Jahren noch gab. Damals lebten die ehemaligen Soldaten ja noch. Mittlerweile gibt es so gut wie keine ehemaligen Wehrmachtssoldaten mehr. Und trotzdem sind diese Abwehrreflexe so groß. Und das hat ganz zweifellos auch damit zu tun, dass wir in den letzten vielleicht 3 bis 5 Jahren einen erinnerungskulturellen Klimawechsel, einen geschichtspolitischen Klimawechsel erlebt haben und sich die Grenzen des Sagbaren mit dem Aufstieg unter anderem der AfD, aber auch mit einer Zunahme an Hetze und Radikalisierung im Netz nach rechts verschoben haben. Und das geht dann eben auch nicht an Gedenkstätten spurlos vorbei. Hier in diesem Fall wurde in einer Erklärung zum Weltfriedenstag, wie Sie richtig gesagt haben, unter anderem auch die Wehrmacht erwähnt. Konkret gab es nur einen Satz in dieser Erklärung, der die Wehrmacht erwähnte. Und zwar hieß es, vor unserer Haustür haben während des Zweiten Weltkrieges SS und Wehrmacht
ungeheuerliche Verbrechen begangen. Punkt. Und an diesem Satz störten sich tatsächlich fast alle Stadtratsfraktionen, mit Ausnahme der Grünen. Auch selbst aus der Sozialdemokratie gab es zunächst Gegenwind und es hieß, eine solche Erklärung sei diskreditiere die ehrenhaft kämpfenden Wehrmachtssoldaten und die Großväter. Dabei war ja völlig klar, dass mit einer solchen Erklärung nicht jeder Wehrmachtssoldat gemeint ist, sondern die Institution Wehrmacht, die dafür verantwortlich war, dass im Kriegsgefangenenlager Bergen-Belsen insbesondere im Winter 1941-42 Tausende von sowjetischen Kriegsgefangenen elendig ums Leben gekommen sind. Deutlicher müsste man sagen, elendig ums Leben gebracht wurden durch organisierte Vernachlässigung. Und dafür war die Wehrmacht und niemand anders verantwortlich. Parallel dazu gab es dann noch, wie Sie richtig sagten, eine Strafanzeige, die übrigens auch aus Bergen kam, wie ich mittlerweile weiß, von einem ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der sich ebenfalls durch die Ausstellung und der sich durch die Ausstellung, nicht durch die Erklärung zum Weltfriedenstag, sondern durch die Ausstellung und insbesondere durch den Ausstellungskatalog diskreditiert sah oder die Wehrmacht diskreditiert sah. Und ein 28-seitiges Schreiben an die Staatsanwaltschaft geschickt hat mit der Bitte, das Buch sofort verbieten zu lassen und gegen mich geeignete juristische Maßnahmen einzuleiten. Welche stellte er der Staatsanwaltschaft frei? Diese 28 Seiten sind ein unsäglicher, geschichtsrevisionistischer, Holocaust-leugnender, rechtsextremer Mist, muss man so deutlich sagen. Also wirklich, das ist eine neonazistische Hetzschrift. Und dass eine Staatsanwaltschaft auf der Grundlage einer solchen Hetzschrift tatsächlich ein Strafverfahren einleitet, auch das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und was nun dahinter steckt, ob der Staatsanwalt vielleicht auf dem einen Auge, nämlich auf dem rechten, etwas blind ist oder ob er möglicherweise im Studium nicht richtig aufgepasst hat, das weiß ich nicht. Tatsache ist, dass nachdem das Ganze öffentlich geworden ist, der Pressesprecher der Göttinger Staatsanwaltschaft und damit der Vorgesetzte dieses Staatsanwaltes den Staatsanwalt mit den Akten sofort zu sich gerufen hat und nach kurzer Einsichtnahme in die Akten ihm gesagt hat, dass dieses Verfahren niemals hätte eröffnet werden dürfen und sofort einzustellen sei. Ja, danke auf jeden Fall für Ihre umfangreiche Antwort und auch nochmal an der Stelle ist mir sehr wichtig zu betonen, dass ich diese Entwicklung auch als sehr schrecklich und sorgniserregend empfinde. Und danke auch für Ihre richtige und wichtige Arbeit. Und würde jetzt anfangen mit den ZuschauerInnen-Fragen. Und da fragt eine Person, was halten Sie in Gedenkstätten von Augmented Reality? Ich sehe auch, von wem die Frage kommt. Eine meiner Twitter-Followerinnen. Ich sehe das relativ kritisch, muss ich sagen. Und hole vielleicht mal ein ganz klein bisschen aus. Wir haben in den Gedenkstätten uns selbst ein sogenanntes Rekonstruktionsverbot auferlegt. Was heißt das? Das bezieht sich zunächst mal im Wesentlichen auf die baulichen Relikte. Wir erleben immer mal wieder, dass Besucher in die Gedenkstätten kommen und sagen, hier sieht man ja überhaupt nichts, der Zaun ist nicht mehr da, die Wachtürme sind weg, die Gaskammer kann man gar nicht sehen, kann man das nicht mal so ein bisschen rekonstruieren, damit man sich das mal vorstellen kann. Und dann sagen wir immer, nein, das machen wir nicht, weil bauliche Relikte in den ehemaligen Konzentrationslagern eben nicht nur Relikte sind, sondern weil sie Beweismittel sind. Das sind historische Quellen. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen, historische Quellen gewissermaßen nachzubauen, fangen wir an, Geschichte im schlimmsten Fall zu fälschen. Zumindest aber Beweismittel im schlimmsten Fall zu fälschen. Und die Glaubwürdigkeit ist eines der ganz, ganz starken
eines der ganz starken Güter, das wir in den Gedenkstätten hochhalten müssen, gerade auch um allen Versuchen des Revisionismus und der Holocaustleugnung etwas entgegenzusetzen. Und da haben wir schon relativ schlechte Karten, wenn wir irgendwas präsentieren, was nachgebaut wurde. Deswegen haben wir das Rekonstruktionsverbot, das zunächst mal sich auf die Baulichkeiten bezog. Nun sind aber auch die Berichte von Überlebenden historische Quellen und Augmented Reality ist nun ein Ding. Wir erleben aber, es gibt ja auch noch die sogenannte Virtual Reality, also alle Versuche sozusagen etwas digital nachzubilden, was es realiter nicht oder nicht mehr gibt oder was nicht zugänglich ist. Und auch da würde ich dieselben methodologischen Richtwerte anlegen, wie wir das bei den baulichen Relikten machen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Und zwar sind die Ausnahmen dort gegeben, wo wir in Gedenkstätten Bereiche haben, die für Besucher nicht zugänglich sind. In Wolfenbüttel haben wir gerade erst im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, eine neue Dauerausstellung, neues Museumsgebäude eröffnet, im ehemaligen Strafgefängnis Wolfenbüttel, das jetzt eine Justizvollzugsanstalt ist, die in Betrieb ist. Und die baulichen Relikte, die für uns als Gedenkstätte wichtig sind, nämlich das Hinrichtungsgebäude, ehemalige Sammelzellen, auch ehemalige Einzelarrestzellen, die liegen alle im Sicherheitsbereich der JVA und sind für Besucher kaum zugänglich, außer im Rahmen langfristig angemeldeter Gruppenführung. Aber Einzelbesucher kommen da nicht rein und schon gar nicht raus. Ist ja ein Knast. Und für diese Besucher, die sich die Ausstellung ansehen, die frei zugänglich ist, haben wir die Möglichkeit gebeten, im Rahmen von Augmented Reality mit einem Tablet sozusagen durch die Wand zu gucken, durch die Wand des Museumsgebäudes auf die ehemaligen Gebäude und die jetzt noch vorhandenen Gebäude, die aber dummerweise nicht zugänglich sind, um sozusagen digital in die Gebäude hineinzugehen. Und dann kann man georeferenziert in den Gebäuden mit dem Tablet in der Hand sich gewissermaßen umgucken. Diese Form der Führung sozusagen, der digitalen, der virtuellen Führung durch ein Gebäude, bietet zudem die Möglichkeit, da auch noch zusätzliche Infos anzubringen, also historische Fotos einzubetten, Erinnerungsberichte von Überlebenden einzubetten, historische Quellen einzubetten. Da kann Augmented Reality tatsächlich funktionieren. Aber es gelten immer die Grenzen des Rekonstruktionsverbotes. Und am besten ist es immer sozusagen, die Relikte als Relikte sprechen zu lassen und zugänglich zu machen. Und letzten Endes ist Augmented Reality nur eine Notlösung, wenn man so möchte. Dann, wenn historische Bereiche für Besucher nicht zugänglich sind. Dann hätten wir die nächste Frage. Erstmal einen vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Wie wichtig schätzen Sie die Rolle des authentischen Ortes ein? Kann die Vermittlungsarbeit auch ohne diesen Ort funktionieren? Ich habe vorhin vom Zeugniswert der Orte gesprochen und die sogenannten authentischen Orte, ich rede selbst immer von historischen Orten und nicht von authentischen Orten, haben einen hohen Zeugniswert. Sie beglaubigen gewissermaßen die Erzählung und mehr als das, sie erzählen gewissermaßen Geschichte. Die Orte erzählen Geschichte, die Relikte erzählen Geschichte, im Sinne, dass Relikte Quellen sind. Und deswegen sind diese Orte so wichtig. Natürlich kann man sich auch jenseits dieser Orte, nicht nur kann, sondern muss sich mit der NS-Geschichte auseinandersetzen. Aber die historischen Orte sind unverzichtbar, gerade im Sinne des Zeugniswertes. So, also weitere Fragen sind bisher noch nicht im Chat. Ich würde jetzt noch mal 2 Minuten Zeit geben, damit die eine oder der andere noch mal eine Frage stellen kann. Ja, und während über Fragen nachgedacht wird, kann ich ja vielleicht noch mal was zu der Augmented Reality sagen, weil in diesem ganzen Bereich Virtualisierung von Gedenkstättenarbeit gehört auch
das Thema Umgang mit Zeitzeugeninterviews dazu. Da gibt es ja mittlerweile Methoden, dass Zeitzeugen befragt werden mit Tausenden oder wenigstens Hunderten von Fragen, um dann gewissermaßen als Avatare uns gegenüberzutreten, manchmal sogar als dreidimensionale Figuren, denen man Fragen stellen kann. Und je nachdem, wie gut das System mit seinen Logarithmen funktioniert, werden mehr oder weniger sinnvolle Antworten gegeben, die auch der lebende Zeitzeuge gegeben hätte. Das ist ein System, das in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien mittlerweile weit verbreitet ist. In Deutschland ist man prinzipiell immer ein bisschen konservativer, gerade im Museumsbereich. Auch ich bin, was das anbelangt, sehr konservativ, weil hier auch letzten Endes die Gefahr besteht, dass Geschichte verfälscht wird und dass wir historische Quellen, und ein Überlebender ist im gewissen Sinne sozusagen eine historische Quelle, beziehungsweise das, was er erzählt, ist eine historische Quelle, dass das mit fiktionalen Elementen angereichert wird oder durch falsche Logarithmen gewissermaßen, dass dann falsche Antworten entstehen. Abgesehen davon wird durch diese Avatare eine Form von Nähe den Nutzerinnen dieser Dinge suggeriert, die es gar nicht gibt. Also auch da bin ich sehr skeptisch. Allerdings bin ich der Meinung, dass man sich das genau angucken muss, um, jetzt lese ich was, nach Avataren wollte ich auch gerade fragen. Als Nachfahre, ich lese mal gerade vor, ja? Als Nachfahre schockt mich das, ich möchte nicht, dass Vorfahren von mir als Avatare auftreten. Ja, also im Grunde ging ja das, was ich gerade sagte, in diese Richtung. Also ich bin da sehr skeptisch, ich würde es aber nicht sozusagen a priori komplett ablehnen, sondern mir zunächst mal angucken. Tatsächlich hatten wir in Bergen-Belsen so etwas geplant im Frühjahr. Das hat dann wegen Corona nicht geklappt. Da sollte uns ein solches computergeneriertes Interview mit Anita Lasker-Wallfisch zur Verfügung gestellt werden. Und wir wollten uns das ganz bewusst, aber auch sehr kritisch ansehen, weil wir gesagt haben, eine Meinung über so etwas können wir uns eigentlich erst bilden, wenn wir es tatsächlich selbst gesehen und getestet haben. Und ich habe so ein solches Gerät, in Anführungsstrichen, bislang noch nicht getestet. Die ethischen Bedenken, die ich hier lese, die teile ich, so wie ich auch die methodischen Bedenken teile, weil hier etwas als historisches Zeugnis daherkommt, was letzten Endes computergeneriert ist. Genau, eine Person bedankt sich auch und fragt, wie stehen Sie zur Nachnutzung historischer Orte, zum Beispiel an der Burg Vogelsang, wie an der Burg Vogelsang geschieht. So beherbergt sie nicht nur ein Museum, sondern ist zum Teil Ausgangspunkt für Naturlehrpfade. Das Schwimmbad der Nazi-Kaderschule wird nach wie vor für SchülerInnen im Schwimmunterricht genutzt, wie die belgischen und niederländischen Truppen das Gelände und die Gegend genutzt haben. Kann in Führungen nachvollzogen werden, werden Truppen, Gaststätten und Kino auch vermietet? Ja, also ich finde, das ist in der Burg Vogelsang tatsächlich nochmal was anderes als an einem Ort, an dem Menschen gelitten haben und gestorben sind. Also ein ehemaliges Konzentrationslager für irgendeine Form von Event zu nutzen, hielte ich für absolut undenkbar. An einem Ort wie Vogelsang, also ein Täterort, ein Ort der Selbstinszenierung der Nazis, bieten sich, wie ich finde, also kann man durchaus ethisch vertretbare Zweit- und Drittnutzungen sind da durchaus möglich, meines Erachtens. Also dort einen Naturlehrpfad gleichzeitig anzulegen. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
wenn man kritisch damit umgeht, dass das Schwimmbad eine Geschichte hat als Leerschwimmbecken für SS- und Nazi-Kader, wenn man damit sozusagen offensiv umgeht, dann kann man selbst das meines Erachtens tun. Letzten Endes steht und fällt das alles immer mit der Frage, ob man sich offensiv und kritisch damit auseinandersetzt oder ob man einfach irgendetwas nutzt, weil es halt da ist und nicht nach seiner Geschichte fragt. Ich habe vorhin erzählt, dass wir als Gedenkstätte Bergen-Belsen im letzten Jahr einen kleinen Teil der benachbarten Kaserne Bergen-Mohne, der heutigen Niedersachsen-Kaserne, übernommen haben, da wo jetzt diese Wehrmachtsausstellung gezeigt wird. Und im Augenblick nutzt die Gedenkstätte in einem ihr prinzipiell zur Verfügung gestellten Areal von 5 Gebäuden nur ein Gebäude. Und 4 Gebäude stehen leer, was für den Gebäudeerhalt keine gute Perspektive ist. Und deswegen war es aus meiner Perspektive immer denkbar, dort auch noch andere Nutzungen mit reinzunehmen. Zum Beispiel stand mal zur Debatte, dass das staatliche Baumanagement, das ist sozusagen, so heißt jetzt das frühere Bauamt, dass die dort eine Außenstelle einrichten und da die Bautechniker und Beamten sitzen. Das wäre meines Erachtens eine Nutzung, die ethisch diesem Ort, an dem am Ende des Krieges übrigens auch KZ-Häftlinge untergebracht waren, nicht widersprechen würde. Hingegen gab es einen anderen Plan, den ich sofort zurückgewiesen habe, und das war, dass dort doch von Rheinmetall ein Forschungslabor einziehen könnte. Also das, so Rüstungsforschung, das ist sozusagen eine Nutzung, die ethisch mit einem solchen Ort überhaupt nicht vereinbar ist. Also das muss man sich wirklich tatsächlich genau überlegen. Prinzipiell wäre ich da aber nicht zu puristisch, sondern entscheidend ist, dass die Geschichte des Ortes präsent ist und dass man sich mit ihr auseinandersetzt, wenn man solche Orte nutzt. Eine weitere Person schreibt, vielen Dank für Ihren Vortrag, auch von mir. Was halten Sie von ZeitzeugInnen-Projekten auf Social Media wie Sachor, jetzt auf Snapchat oder dem Instagram-Profil über die Leidensgeschichte eines jungen jüdischen Mädchens? Finde ich, ist eine sehr spannende Frage, wurde ja auch in Israel erstmal sehr positiv aufgenommen, hatte ich das Gefühl, diese Geschichte von dem jüdischen Mädchen, deren Geschichte auf Instagram in Stories erzählt wurde. Ich glaube, Eva Story hieß es. Genau. Wenn ich mich nicht erinnere. Ja, also als ich das erste Mal sah, dachte ich mir, nee, sowas kann man nicht machen, weil eine reale Geschichte mit fiktionalen Elementen angereichert wird. Und hier kommen wir wieder in diese Zeugnisdebatte sozusagen rein. Nun gibt es ja nicht erst seit Eva's Story, sondern schon seit der frühen Nachkriegszeit fiktionale Auseinandersetzungen oder fiktionale Darstellungsformen in Bezug auf die NS-Verbrechen, die auf realen Begebenheiten basieren. Denken Sie an das Buch Ein Funke Leben von Remarque zum Beispiel. Da geht es um das kleine Lager in Buchenwald, über das ich vorhin erzählt habe. Entscheidend ist, glaube ich, immer, dass fiktionale Elemente als fiktionale Elemente sichtbar sind und historische Quellen als historische Quellen sichtbar sind und dass da generell unterschieden wird. Und wenn beides zusammengeworfen wird, dann wird es schwierig. Man kann sowas machen, aber dann muss klar sein, okay, es ist es ist etwas Fiktionalisiertes. Und das war auch Eva's Story, die Geschichte des Mädchens. Dieses Mädchen gab es ja wirklich, aber alles, was dranhing und was das Mädchen gepostet hat, insbesondere die kleinen Filmclips, die Videos, die gedreht wurden, das waren fiktionale Elemente. Und das muss klar sein, dass das nichts in Anführungsstrichen Echtes ist. Ich war tatsächlich zunächst eher kontra und habe dann aber die Masterarbeit einer Studierenden gelesen und bewertet, die
die Nutzung einer solchen von Eva Story im Geschichtsunterricht in den Blick genommen wird und insbesondere die Frage, inwieweit das dazu beitragen kann, nicht nur Wissen bei den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, sondern auch sowas wie Geschichtsbewusstsein Geschichtsbewusstsein entstehen zu lassen. Und tatsächlich waren die Ergebnisse, zumindest laut dieser Masterarbeit, relativ erfreulich. Also, dass das tatsächlich zur Prägung von Geschichtsbewusstsein beigetragen hat, wenn es denn gut vor- und nachbereitet ist im Unterricht. Aber das ist sowieso immer eine Grundvoraussetzung. Eine weitere Person fragt, wie steht es heutzutage um die finanzielle Lage von Gedenkstätten? Können Sie Gedenkorte mit den vorhandenen finanziellen Mitteln ausreichend für kommende Generationen konserviert werden? Vielen Dank für den Vortrag. Ja, also mit dem Geld, das wir haben, können wir Gedenkstätten konservieren. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Also oder das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir tun. Konservieren würde jetzt in meinen Augen bedeuten, die baulichen Relikte so weit zu erhalten, dass sie nicht weiter zerbröseln oder dass sie im Rahmen des kontrollierten Verfalls zerbröseln, aber nicht unnötig schnell. Gedenkstättenarbeit ist ja sehr viel mehr. Wir machen im Wesentlichen Bildungsarbeit, wir machen Forschungsarbeit, wir machen Ausstellungen, Publikationen und ein ganz im Augenblick stark im Gedenkstättenbereich diskutiertes Aufgabenfeld ist die Digitalisierung unserer Arbeit. Also nicht nur die Erfassung unserer Sammlungen, wie in jedem Museum, die zunehmend digitalisiert wird. Dazu gehört auch, dass dreidimensionale Ansichten von Objekten hergestellt werden und dergleichen. Aber Digitalisierung heißt auch, also jenseits der Inventarisierung und Digitalisierung der Sammlung, dass wir mit unseren Themen im Netz deutlich präsenter sind, als das früher der Fall gewesen ist. Nicht nur mit dem klassischen Instrument der Website, sondern auch in Social Media zum Beispiel, aber auch indem neue Lerntools bereitgestellt werden. Einige wurden ja in der Vorfrage schon benannt. Da muss man gucken, wie weit man so bei so etwas mitmacht. Wie gesagt, ich bin etwas skeptisch. Aber wobei ich überhaupt nicht skeptisch bin, ist etwas, was wir alle im Augenblick versuchen voranzutreiben. Und das ist, unsere Bildungsinhalte im Netz stärker präsent zu machen. Zum Beispiel in Form von YouTube-Tutorials. Ich habe vorhin gesagt, wir erleben einen erinnerungskulturellen, einen geschichtspolitischen Klimawechsel. Die Grenzen des Sagbaren haben sich nach rechts verschoben. Das ist sicherlich zum Teil auch eine Folge des Aufstiegs von AfD und anderen rechtsextremen Parteien. Aber eben nicht nur. Es ist auch eine Folge des Umstandes, dass mittlerweile historische Informationen fast nur noch im Netz stattfindet. Und wenn jemand historische Informationen, sagen wir, über Vogelsang sucht oder über Bergen-Belsen oder über Wolfenbüttel oder über Buchenwald, dann kann er sehr schnell auf geschichtsrevisionistischen Seiten landen, mangels Vorkenntnissen, mangels Geschichtsbewusstsein wird das für bare Münze genommen und dann über Social Media in den Freundeskreis gewissermaßen gegeben und dort radikalisierte sich das Ganze. Auch deswegen haben wir es zunehmend zum Beispiel auch mit Provokationen einer kleinen Gruppe von Gedenkstättenbesuchern zu tun, weil die sich im Netz radikalisiert haben. Dafür braucht man gar nicht die AfD oder nicht nur die AfD. Was heißt das für uns? Wir müssen dieser Fehlinformation im Netz, wir müssen dieser Fake History gewissermaßen seriöse, quellengestützte Auseinandersetzung mit den Ortsgeschichten entgegensetzen. Und dazu zähle ich dann unter anderem auch zum Beispiel YouTube-Tutorials, mit denen man sich eine Grundeinführung in die Geschichte eines Lagers zum Beispiel, wie Jugendliche das sagen würden, reinziehen kann. Und hoffentlich nicht nur reinziehen, sondern auch reflektieren kann.
In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir behandeln jetzt noch drei Fragen, zwei schriftliche Fragen und eine Person wollte noch mündlich was fragen. Eine Person schreibt, ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen geschilderten Zugang und teile sehr viele Ihrer Ansichten. Wie können Gedenkstätten dazu beitragen, um zur autobiografischen innerfamiliären Aufarbeitung der Täterschaftsverstrickung anzuregen? In welchen Orten kann dies geschehen und wie können gezieltere Bildungsangebote diesbezüglich aussehen? Wie kann man in der Erwachsenenbildung anknüpfen, abseits der schulischen Rahmenprogramme, dass diese Prozesse gesamtgesellschaftlich so wenig vorangetrieben wurden. Darin liegt für mich aus sozialpsychologischer Sicht ein entscheidender Kern für Phänomene wie Täter-Opfer-Umkehr, wie wir sie unter anderem bei den Querdenkern sehen. Ein genereller Ansatz, um Reinitiation entgegenzuwirken. Okay. Ja, innerfamiliäre Aufarbeitung von Täterschaftsverstrickung. Nun sind Gedenkstätten Orte, die über Jahrzehnte aus dem Gedenken der Würdigung an die Opfer entstanden sind. Und Täter haben dort lange keine große Rolle gespielt und sie werden auch im Sinne der Würdigung natürlich hoffentlich in Zukunft auch keine Rolle spielen. Aber wenn wir irgendetwas aus der Geschichte des Nationalsozialismus lernen wollen, dann müssen wir uns selbstverständlich sehr viel stärker, wie ich das vorhin gesagt habe, mit Täterinnen, Mittäterinnen, Zuschauerinnen beschäftigen, wobei ich das eher gesellschaftsgeschichtlich meine. Also mir geht es eigentlich gar nicht so sehr um die konkreten Personen und schon gar nicht um irgendwelche SS-Schergen. Die interessieren mich ehrlich gesagt nicht so übermäßig, sondern mir geht es mehr um die Frage, wie die NS-Gesellschaft, eine radikal rassistisch organisierte Gesellschaft, funktioniert hat. Und daraus würde ich dann gerne Faktoren ableiten zur Funktionsweise unserer heutigen Gesellschaft. Nun gibt es aber natürlich in einer ganzen Reihe von Familien Täterbiografien, in deutlich mehr deutschen Familien als Opferbiografien. Und sich in der Familie mit der Tradierung von Geschichte auseinanderzusetzen, halte ich für unabdingbar. Deswegen werden in Gedenkstätten wie zum Beispiel in Bergen-Belsen auch trinationale Seminare angeboten mit der Frage, die Geschichte fängt in der Familie an. Denn das ist ja tatsächlich das, wo ich an erster Stelle mit Geschichte konfrontiert werde als junger Mensch, indem mir meine Großeltern, meine Eltern, meine Onkel, Tanten und dergleichen irgendetwas über Geschichte erzählen, indem sie mich auch vielleicht hinnehmen zu irgendeinem Ort, der mit Geschichte in Beziehung steht. Und sich damit zu beschäftigen, halte ich für sehr wichtig. Und das aber nicht nur auf Täter und Täterinnen bezogen, sondern allgemein auf die Frage, wie Geschichte in Familien tradiert wird. Und dass da sozusagen, dass das familiäre Gedächtnis ein ganz anderes ist, als das gesellschaftlich tradierte Geschichtsverständnis. Das wissen wir spätestens seit Harald Welzer und einigen anderen empirischen Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die meisten Deutschen heute der Meinung sind, in ihrer Familie hätte es vor allen Dingen Opfer des Krieges gegeben und auf keinen Fall Täter. So, unsere vorletzte Frage. Sehr geehrter Herr Dr. Wagner, haben Sie vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich möchte fragen, wie Sie Michael Rothbergs Theorie multidirektionaler Erinnerung für die gedenkstättenpädagogische Arbeit einschätzen. Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns in den nächsten Monaten sehr viel mehr beschäftigen werden als in der Vergangenheit. Auch weil das Buch jetzt im Januar, auch ja, nachdem es, glaube ich, schon seit 4 Jahren oder 5 Jahren auf Englisch vorliegt, nun auch auf Deutsch erscheinen wird. Bislang haben die Gedenkstätten einen ziemlichen Bogen um dieses Buch gemacht. Es ist auch tatsächlich bei einigen umstritten, weil seine Theorie dieser multidirektionalen Erinnerung ja unter anderem besagt, dass man sich sowohl mit den NS-Verbrechen
als auch mit anderen Formen von Gesellschafts- und Regimeverbrechen auseinandersetzen kann und durchaus auch Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen herstellen kann, jenseits einer Gleichsetzung. Und das würde ich prinzipiell erst einmal unterschreiben. Meines Erachtens bietet Michael Rothberg zumindest auf den ersten Blick die Möglichkeit, auch so etwas unter einen Hut zu bringen, wie die eine wahrhaftige, ethisch fundierte Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen und damit auch einer Würdigung jüdischer Opfer des Nationalsozialismus auf der einen Seite und einer Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus auf der anderen Seite. Und wir alle haben im letzten Jahr die Mbembe-Debatte miterlebt, die meines Erachtens ein sehr, sehr unglücklich verlaufen ist, weil sie zwei Dinge gegeneinander ausgespielt hat, nämlich den antirassistischen Blick auf die Kolonialgeschichte einerseits und die wahrhaftige Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, insbesondere mit dem Holocaust, auf der anderen Seite, aus dem meines Erachtens absolut gerechtfertigt das Existenzrecht Israels abgeleitet wird, das nicht in Frage gestellt werden darf. Und es gibt eine ganze Reihe von Kritikern von Rothberg, die ihn eher so sozusagen in einer Reihe mit Mbembe sehen und ihm unterstellen, dass gewissermaßen die Singularität des Holocaust durch diese Theorie der multidirektionalen Erinnerung in Frage gestellt wird. Ich sehe das nicht so sehr, aber damit müssen wir uns tatsächlich noch intensiv auseinandersetzen. Okay, die Person, die mündlich ihre Frage stellen wollte, macht das angesichts der Zeit nicht. Deswegen würde ich sagen, herzlichen Dank, Herr Dr. Wagner, für diesen informativen Input. Danke an die lebendige Diskussion, an unsere ZuschauerInnen und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf unsere nächste Veranstaltung am Mittwoch hinweisen. Die Veranstaltung heißt Unverpixelter Hass, Antisemitismus im Gaming. Und genau, wünsche euch allen einen schönen Abend und bedanke mich recht herzlich. Ja, danke von mir auch an die Einladenden und an diejenigen, die so interessante Fragen gestellt haben. Und einen schönen Abend allerseits.